Willkommen zurück, meine lieben, netten Zuschauer hier bei Super Mario Maker 2 One Level Per Day. Castle Picarus von Luxman84. Okay. It's Dracula time. Dracula? Was hat Dracula denn jetzt bitteschön mit Mario Maker zu tun? Oder mit Mario allgemein? Gut, in Smash könnte man jetzt sagen, da gab es Dracula, ja. Aber egal. 7,86% ist die Abschlussrate. 7 erfolgreiche von 89 Versuchen gab es. 22 Leute haben es gespielt. Ein Herz hat es bekommen. Es soll ein Rätsel-Einzelspieler-Level sein. Ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß jetzt beim Video. Aha! Super Mario Maker 2! So. Was haben wir hier? Wo ist denn der Rekord? 41 Sekunden. Ernsthaft? Okay, scheinbar müssen wir hier hoch. Schauen wir mal, wo geht's hier unten lang? Oh, der war gesniped. Damit komme ich doch runter, oder? Das war natürlich doof. Okay, es war nicht ganz so doof, wie ich mir das dachte. Es gibt den Checkpoint. Nackte Röhren. Junge, mach doch hier keine nackten Röhren hin. Aha. Ich nehme mich mal mit. Das war zu offensichtlich. Ich glaube, ich möchte gleich mal was herausfinden. Der X geht ein bisschen unter. Okay. 41 Sekunden. Ne? Nur mal so ganz kurz angemerkt. Oh, okay, ich dachte, das wäre schon optimiert, weil das war jetzt wirklich einfach nur blöd drauf losgelaufen. Habe ich wirklich gut erwischt, muss ich sagen. Also ich denke mal, ich habe da schon einiges gesagt. Nackte Röhren, teilweise die Wege nicht hundertprozentig bedacht, dass man da abkürzen kann. Ja, und auch der Endkampf in dem Augenblick ist komplett
einfach nur, schön, dass du da bist, Ludwig, aber ich springe auf den Schalter und das Ding hat sich erledigt. Ja, also klar, man versucht immer viele Bauelemente mit einzubauen, irgendwo, um halt ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber ich sag auch immer wieder, und das ist halt auch, wenn es um Ästhetik geht, weniger ist manchmal mehr. Und natürlich testen alle möglichen Wege, die es gibt, und testen. Danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor, haut rein. Tschüss.